Hallo und herzlich willkommen bei Beanie Books. Ich habe noch einen Adventskalender für euch. Und zwar hatte euch ja mein Häuser-Adventskalender so gut gefallen. Und dann habe ich gedacht, sollte ich vielleicht noch mal so etwas Ähnliches machen. Ganz ähnlich ist es jetzt nicht, aber es ist halt etwas aufwendiger. Ich habe ein bisschen nachgedacht, getüftelt, geplant und gebastelt, gezeichnet, Prototypen erstellt. Und das Ganze ist dabei rausgekommen. Ein Stern-Adventskalender. Und ich hoffe, ihr findet den auch so toll wie ich. Ich glaube, ich habe da gerade meine neue Welt entdeckt. Das ist wirklich mein Ding, dieser Adventskalender. Ich glaube, ich bastel die jetzt das ganze Jahr. Dieser Adventskalender hat 21 von diesen kleinen Schachteln, die sind 9 x 9 x 9 cm und 2 cm hoch. Dann hat der Adventskalender noch 2 von diesen großen Schachteln. Und zwar sind die auch 9 x 9 x 9 und 4 cm hoch. So sehen die aus. Und zu guter Letzt gibt es noch eine riesengroße Schachtel. Und zwar die 24, die ist hier oben drin. Und das war auch alles gar nicht so einfach, das auf einen Stern zu bringen. Ein Stern mit einer Box innen drin. Überhaupt, wie mache ich das, um euch das einfach rüberzubringen? Und ich war echt wirklich manchmal am Verzweifeln, aber ich glaube, es ist ganz gut geworden. Und ich glaube auch, wenn ihr das nachbastelt, ist es gar nicht so schwer. So sieht diese Box von innen aus. Die ist mit Ösen. Ja. Wieder zum Zubinden. Die Box hat eine Größe, die Seiten sind 9,5 jeweils und 12 cm hoch. Und Grisou ist auch da. So, verwendet für den Adventskalender, für die Schachteln, habe ich das weiße Papier von diesem leinenstrukturierten Block genommen. Dann habe ich noch ganz viel von diesem Cardstock benutzt, der dicke Cardstock. Ich habe das Designpapier von diesem Block genommen und zum Dekorieren diesen Block. So, und dann habe ich noch dieses Kreppband benutzt oder Paketband. Das ist ein Paketband aus Papier. Das ist ähnlich wie ein Kreppband. Das gibt es im Action in der Werkzeugabteilung. Weil ich sehr oft danach gefragt werde, was ist das für ein Klebeband? Also das ist aus Papier ein Paketband, was es auch im Action gibt. So, die 24 habe ich noch aus diesem Kalender genommen. Das ist die Zahl. Ja, das war auch schon alles, was ich euch sagen wollte. Und ich hoffe, ihr wollt diesen Adventskalender nachbasteln. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe, dann schaut euch doch mein Video an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir beginnen das Video mit diesen Schablonen, die wir zusammen als erstes anfertigen werden. Das macht es nachher ein bisschen leichter, damit ihr im Video wisst, welche Schablone ihr wann einsetzen müsst. Denn alles muss mit der Hand gezeichnet werden und es sind unterschiedliche Maße. Von daher ist das ein bisschen einfacher, wenn wir erst zusammen diese Schablonen herstellen und dann seht ihr im Video, wann ihr welche Schablone einsetzen müsst. Denn ihr müsst alle Vorlagen mit der Hand zeichnen. Ich habe mir das ein bisschen leichter gemacht, indem ich das kopiert habe. Mein Drucker hat sogar diesen dicken Cardstock angenommen. Allerdings neben in der Seite habe ich noch mal so einen Einschub. Unten in der Schublade ging das nicht. Da hatte ich immer wieder Papierstau. Aber neben in der Seite, ich musste halt alle einzeln kopieren. Aber das ging. Und wer so einen Drucker hat, der das kann, der sollte das auf jeden Fall nutzen. Das ist nämlich schon etwas Arbeitserleichterung. Ja, dann beginnen wir mit den Schablonen.
Thank you.